CVP-Familieninitiativen ist gescheitert. Bei den Initianten im Restaurant Berner Mitte ist die Enttäuschung gross. Trotz Unterstützung der SVP hat es die CVP nicht geschafft, genügend Wähler für ihr Anliegen zu gewinnen. Jetzt geht die Suche nach den Gründen für diese Niederlage los. Ja, ich denke, man ist immer enttäuscht, wenn man eine Initiative macht und man dann verliert. Aber ich denke, die anderen haben einfach gut gearbeitet. Oder es gibt heute Argumente, die gegen uns gearbeitet haben, vor allem die ganzen finanzpolitischen Argumente. Natürlich bin ich enttäuscht. Ich bin vor allem enttäuscht, wie deutlich, dass das Ergebnis ausfällt. Wir haben stark für die Familie gekämpft und ich danke auch allen, die uns unterstützt haben. Aber es ist ein klares Verdikt. Ganz kurz eine Analyse, was sind die Gründe gewesen? Ist letztendlich doch die Steuerausfälle gewesen oder vielleicht doch das Argument, dass eben die falschen Familien hätten profitiert? Ich glaube, die Steuerausfälle sind sicher dominant in der Diskussion. Die falschen Familien, das ist eine Aussage, die diese gesagt haben, die ist falsch. Und die habe ich immer wieder aufgezeigt, dass sie falsch ist. Also sind Steuerausfälle ein Thema gewesen. Und sicher ist man mit dieser Frankendiskussion, die wir heute drin stecken, schon bestimmte Verunsicherung in der Bevölkerung. Es hat sicher eine unheilige Allianz auch gegeben, von links und von rechts, die versucht haben, vor allem durch die Steuerausfälle Angst zu machen, auch dass die Einsparungen wieder in den Kantonen auch tätig werden müssen und dass es wieder die Armen trifft. Das ist sehr ein wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt, den ich auch gesehen habe und den ich vor allem auch bei uns hier oben gehört habe, ist, dass die Leute Angst ein bisschen gekriegt haben vor den Initiativen. Wir haben die Zweitwohnungsinitiative, auch in den Knöchen, Masseneinwanderungsinitiativen und so. Lieber nein, als irgendwelche welche Risiken wollen einzugehen.